Jo, Moinsen hier aus der Spin Factory Testzentrale. Jetzt habe ich mir mal den Avalok Sonio Hard auf mein Mizutanica Bohnenholz gespannt. Und natürlich hier den 05er zum Abgleich, den Tenergy 05 auf der anderen Seite. Und bin mal gespannt, was Avalok da zu bieten hat. Ja, macht einen relativ, trotz allem, obwohl es harte Version ist, einen relativ weichen Eindruck erstmal von der Oberfläche her. Aber kommt schon gut was raus. Verglichen hier mit dem Tenergy ziemlich nah. Bin ich mal gespannt, wie das hier vom Sound her ist auf dem Carbonholz. Mal schauen. Hallo, Rückert. Ja, ich habe jetzt hier den Avalok Sonio getestet. Kannte Avaloks bisher immer nur für Hölzer, für sehr gute Hölzer, die sie produziert haben. Jetzt ganz überrascht auch über den Belag. Trotzdem, obwohl es die harte Version war, ein relativ weicher Belag. Aber dafür mit überdurchschnittlich viel Rotation, Griffigkeit auf der Oberfläche, unüblich für so ganz weiche Belege. Für mich eine Option für Rückhand, weil durchaus brauchbar für passives Spiel. Und mit dem Drang auch zu übernehmen. Also für Leute, die eher am Tisch auch mal passiv spielen wollen, Bocktechniken ausnutzen wollen, Kontrolle im Ballwechsel haben wollen, übers Aufschlag-Rückschlag-Spiel nicht sofort auf Punktgewinn aus sind, ist das auf jeden Fall eine sehr gute offensive Variante. Für die Vorhand wäre es mir ein Tick zu weich, weil man eben nicht so die ganz festen Bälle spielen kann. Und es ist sicherlich so ein Belag, der so zwischen einem ganz weichen und einem etwas härteren Offensivbelag ist. Und dementsprechend für Spieler, die so kontrollierte offensive Allround-Blockspiel lieben, mit durchaus Optionen auch Dampf zu machen.